Wir tagen heute bis 19 Uhr. Wir beginnen in der Fragestunde Drucksache 19/52/18. Dann kommen wir mit Top 2 der Regierungserklärung mit Top 44. Der Aufruf wird dann in der Fortsetzung des Tages. Entschuldigt fehlt Herr Kollege Kremmels, der in Berlin ist, logischerweise. Frau Geis ganztägig. Da ist Nicola Beer. Ihr seid einen Tag früher gewesen. Zu dir sagen wir alles noch mal später. Erstmal herzlichen Glückwunsch, weil du jetzt so schön da sitzt und ich nachher nicht sitze. Alles Gute in Berlin. Die anderen Kollegen, die uns in Richtung der Bundeshauptstadt verlassen, werden wir am Donnerstag gebührend verabschieden. Heute Abend ist eine Vernissage Kunst aus Hessen von 6 Künstlerinnen und Künstlern aus Hessen. Um 19 Uhr eröffnen wir die da unten im Gebäude des Plenarsaales. Ich hoffe, dass Sie alle daran teilnehmen, soweit Sie es können. Hinter mir sind die Bildnisse bzw. die künstlerischen Bildnisse von Anne Frank, Justus von Liebig, Jakob Grimm, Wilhelm Grimm, Konrad Zuse, Elisabeth Selbert und Konrad Duden zu sehen. Das hat die Hola aus Hanau ausgesucht und wir bewundern diese Persönlichkeiten hessischer Geschichte. Heute Abend wird die auf einer Volksspur wandelnde Fußballmannschaft des Hessischen Landtages in Edstein-Niederselbach antreten gegen eine Hessenauswahl des Hessischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes e.V. antreten. Dieser Termin sei Ihnen empfohlen. Der Rechtspolitische Ausschuss und der Unterausschuss Justizvollzug kommen heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung im Sitzungsraum 510W zusammen, wenn für den Gesetzentwurf unter Top 12 eine dritte Lesung beantragt wird. Die für heute Abend vorsorglich eingeladene Sitzung des Haushaltsausschusses entfällt, da die Fraktionen sich untereinander geeinigt haben, für den Gesetzentwurf für ein Gesetz zur Änderung des Kommunalen Investitionsprogramms keine dritte Lesung zu beantragen. Das waren die Mitteilungen. Meine Damen und Herren, wir kommen nunmehr zu Punkt 1 unserer Fragestunde. Und die beginnen wir, kommen wir her, mit der Frage 848 des Abgeordneten Eckert. Bitte schön. Ich frage die Landesregierung, für welche Sportveranstaltungen des Deutschen Volkssportverbandes in hessischen Staatswäldern werden von den Forstämtern bzw. von Hessen Forst Gebühren erhoben? Frau Ministerin Hinz. Herr Abgeordneter, die Frage, ob Gebühren für Sportveranstaltungen anfallen und die Höhe der Gebühren, richtet sich nach den Bestimmungen des Hessischen Waldgesetzes. Grundsätzlich können alle den Wald unentgeltlich und ohne Zustimmung des Waldbesitzers betreten. Ein Betreten oder eine Nutzung über das freie Betretungsrecht hinaus erfordert jedoch eine Zustimmung des Waldbesitzers. Derartige Aktivitäten im Staatswald müssen daher beim zuständigen Forstamt angemeldet werden. Dazu gehören unter anderem das Befahren der Waldwege mit motorgetriebenen Fahrzeugen, das Reiten und Radfahren auf dafür nicht freigegebenen Wegen sowie die Durchführung von Veranstaltungen. Für die Erlaubnis von Veranstaltungen im hessischen Staatswald hat der Landesbetrieb Hessenforst entsprechende Rahmenbedingungen in einer internen Geschäftsanweisung niedergelegt. Dabei gilt, dass Veranstaltungen gemeinnütziger Gruppen wie andere Sportvereine, Schulen, Kindergärten, Geo-Nationalpark-Ranger oder Naturschutzverbände anhand bestimmter Aspekte in die Kategorien unterschieden werden. Kategorie 1, kleine gemeinnützige Veranstaltungen mit wenig Organisationsaufwand, bei denen die genannten Voraussetzungen für eine Anmeldung und Genehmigung durch das Forstamt nicht erfüllt sind. Diese sind kostenfrei. Kategorie 2, Veranstaltungen mit geringem Organisationsaufwand, bei denen insbesondere auch das Befahren im Wald mit Kfz zur Vorbereitung und Durchführung erforderlich ist. Diese sind zustimmungs- und gestattungspflichtig. Für den entstehenden Aufwand wird eine Bearbeitungspauschale für Dienstleistungen von Hessenforst von 60 bis 100 Euro verlangt. Kategorie 3, größere Veranstaltungen mit in der Regel 200 oder mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Hierbei werden Wald- und Wegeflächen regelmäßig stark beansprucht.
Meist sind Beschilderungen und Sperrungen von Wegen sowie die Einrichtung von Kontrollposten und Zuschauerplätzen gefordert. Da zudem Wegebenutzungserlaubnisse meist für mehrere Kfz benötigt werden und diese zustimmungs- und gestattungspflichtig ist, ist der erhöhte Bearbeitungsaufwand pauschal mit einmalig 250 Euro abzugelten. Zusatzfrage, Kollege Eckert. Herzlichen Dank, Frau Ministerin. Ich hatte ja sehr konkret über eine Form sozusagen der zusätzlichen Nutzung, das fällt ja unter den Bereich der internationalen Wandertage und Ähnliches, und dort nach diesem Thema gefragt und würde Sie deswegen in dem Zusammenhang konkret fragen, wie sich dann Gebühren, ob man davon absehen könnte, aus Sicht der Landesregierung, weil wir ja nun mal als Staatsziel Sport mit verankert haben und deswegen wir deswegen unsere staatlichen Einrichtungen nicht mit Gebühren versehen, wenn diese genutzt werden sollen für die Ausübung des Sports. Frau Ministerin, bitte. Ich habe ja bereits mitgeteilt, Herr Abgeordneter, dass jeder Einzelne in den Wald hineingehen kann. Jeder kann dort auch joggen oder auf den vorgesehenen Wegen Fahrrad fahren. Das ist unerheblich und gestattungsfrei. Ich bin auch noch nicht zu Ende, Herr Abgeordneter. Für Veranstaltungen, wo es aber zu zusätzlichen Dienstleistungen kommen muss, zum Beispiel Wegesperrungen, Aufstellen von Beschilderungen und Ähnlichem, werden für diese Dienstleistungen entsprechende pauschale 250 Euro erhoben, wenn, und das wird ja dann so sein, beim Volkswandertag oder so, mehr als 200 Menschen wahrscheinlich durch den Wald laufen. Dann ist weiterhin das Laufen gestattungsfrei, aber für die Dienstleistungen wird eine Pauschale erhoben. Zusatzfrage, Frau Lebisch, bitte einen Augenblick mal. Drücken Sie mal. Da sind Sie, bitte. Ja. Wenn die Dienstleistungen, die Sie da ansprechen, für die Gebühren erhoben werden, von zum Beispiel dem Wanderverein selber erledigt werden, wie das Wegesperren, Wege wieder herrichten, Schilder aufstellen und so weiter, wenn die das selber machen und selber wieder entfernen, könnte man dann auf die Gebühren verzichten? Frau Ministerin Hein. Also dies ist ja normalerweise eine Aufgabe, die entsprechend von den Forstämtern erledigt werden, weil die auch die Strecken kennen. Mir ist bislang kein Fall bekannt, wo das ein Verein alles selber gemacht hat, vor allen Dingen hinterher auch wieder alles, also die Wege entsprechend herrichten. Mir ist nicht bekannt, dass das bislang schon mal vorgekommen ist. Ich werde dem aber gern noch mal nachgehen und noch mal nachfragen. Letzte Zusatzfrage, Frau Kollegin Feldmeier. Özgüven hat sich gemeldet. Frau Ministerin, ist Ihnen bekannt, wie das in anderen Bundesländern gehandhabt wird? Frau Ministerin. Nein, das weiß ich jetzt auch nicht. Das kann ich aber auch gerne schriftlich nachreichen. Es ist ja so, dass die Forstleute, die Waldarbeiter bei solchen Veranstaltungen, das ist ja in der Regel am Wochenende, dann auch am Wochenende ihren Einsatz haben, jenseits der normalen Arbeitszeiten. Und ich finde, einen pauschalen Bearbeitungsaufwand einmalig 250 Euro ist jetzt auch nichts, was solche großen Veranstaltungen tatsächlich auch verhindern könnte. Vielen Dank. Ich will nur Frau Özgüven erklären, es geht, die Nicht-Fragesteller haben zwei. Das ist damit erledigt. Er hat noch einen übrig als Fragesteller. Herr Kollege Eckert, bitte schön. Herzlichen Dank. Also Frau Ministerin, können Sie sich also deswegen nicht vorstellen, eingedenk dieses Staatsziel Sport, dass Sie deswegen für diese Art von gemeinnützigen Veranstaltungen auch diese Dienstleistungen gebührenfrei stellen zur Unterstützung dieser durchaus auch im ländlichen Raum traditionellen Veranstaltung? Habe ich Sie da richtig verstanden? Frau Ministerin. Da haben Sie mich richtig verstanden. Mir ist auch nicht bekannt, dass jemals schon ein Volkswandertag ausgefallen ist, weil 250 Euro Bearbeitungsgebühr gezahlt werden sollten.
Frage 849, Herr Abgeordneter Quanz. Ich frage die Landesregierung, wie ist sie eingebunden in die Planungen eines Rhön-Nationalparks durch die bayerische Landesregierung? Frau Ministerin Hinz. Herr Abgeordneter Quanz, am 7. Juli 2017 fand auf Wunsch Bayerns ein erstes Gespräch zwischen den beiden Ministerpräsidenten Bayern und Hessen und den Umweltministerinnen Bayern und Hessen statt. Es wurde vereinbart, dass in den nächsten Monaten eine fachliche Prüfung aller möglichen Optionen eines länderübergreifenden Nationalparks in der Rhön durchgeführt wird. Damit ist keine Entscheidung vorweggenommen oder ein förmliches Verfahren eingeleitet. Hessen und Bayern war sich einig, also die Viere, die wir da saßen, dass keine Festlegungen gegen die Region getroffen werden. Zwischen den Fachministerien ist zusätzlich vereinbart worden, dass es einen Informationsaustausch zum Stand der Prüfung geben soll, welche Gebiete überhaupt naturschutzfachlich in Frage kommen könnten. Und anschließend wird es dann ein weiteres Gespräch zwischen den Ministerinnen der beiden Länder, das heißt zwischen meiner Kollegin Scharf und mir, geben. Das wird in diesem Herbst sicher noch stattfinden. Zusatzfrage, Abgeordneter Quanz. Drück mal drauf, bitte. Ich hab's nicht. Geht es? Ja. Frau Ministerin, ist es richtig, dass mehr als 10.000 Unterschriften vorliegen gegen diesen Nationalpark von einer Initiative, einer Bürgerinitiative? Und wie bewerten Sie diese Position, die auch sehr massiv offensichtlich gegen eine solche Einrichtung ist? Frau Staatsministerin. Mir ist das nicht bekannt. Mir wurden auch noch keine Unterschriften übergeben. Möglicherweise beziehen Sie sich auf die Bayerische Rhön. Das kann gut sein. Deswegen ist ja auch noch, es ist ja auch noch unklar, ob Bayern sich für die Rhön entscheidet oder für einen weiteren. Es ist noch ein weiteres Gebiet zurzeit in der Sondierung, jedenfalls von Bayern. Falls von Hessen aus ein Teil, und es könnte nur ein sehr kleiner Teil der hessischen Rhön naturschutzfachlich in Frage kommt, würden wir umgehend eine Art runden Tisch einrichten, um alle beteiligten Akteure an einen Tisch zu bekommen und das Ganze dann auch zu beraten, was das naturschutzfachlich bedeutet, welche Bereiche überhaupt in Frage kommen könnten. Jedenfalls ist für Hessen auch nicht geplant, dass es irgendwie die Hälfte des Nationalparks stellen könnte, weil das Biosphärenreservat ja eigentlich eine andere Zielrichtung hat als ein Nationalpark. Weitere Zusatzfrage, Herr Kollege Quanz. Nach meinem Kenntnisstand fehlen auf bayerischer Seite etwa 1.000 Hektar, um einen entsprechenden Nationalpark auszuweisen. Das heißt, die hessische Seite wird gebraucht, was die Flächenerbringung angeht. Wo liegen denn die Vorteile? Auf hessischer Seite käme es zu einem solchen Nationalpark. Frau Ministerin. Naja, also ich kann den naturschutzfachlichen Prüfungen kann ich jetzt nicht vorgreifen. Ein grundsätzlicher Vorteil könnte darin liegen, dass wir die Pforte, den Eingang zu einem Nationalpark bilden könnten und damit natürlich auch profitieren könnten im Sinne eines, noch mal eines neuen, weiteren Naturdenkmals in Deutschland, das ja auch wiederum Tourismus anzieht. Also Sie kommen ja aus einer Gegend, Sie wissen, dass ein Nationalpark durchaus, wenn er einen hohen Stellenwert hat, Touristen anzieht, dass er da entsprechend auch zur Wertschöpfung, zur weiteren in der Region beitragen kann. Das könnte dieser Vorteil sein. Aber wie gesagt, wir haben die naturschutzfachliche Prüfung noch nicht abgeschlossen. Frage 850, Abgeordneter Dietz. Ich frage die Landesregierung, in welchen Fällen erachtet sie eine Versorgung von Landesliegenschaften mit Fernwärme für sinnvoll?
Herr Finanzminister. Herr Abgeordneter Dienz, die Versorgung mit Fernwärme bei Landesliegenschaften ist immer dann oder in aller Regel dann die wirtschaftlichere Alternative, wenn größere Ansammlungen von Landesbehörden, vor allem auch Hochschulcampi, mit Fernwärme versorgt werden können. Denn dann ist das Land ein entsprechender Großabnehmer und auch Ankerkunde für die regionalen Energieversorger, was es wiederum den Energieversorgern erleichtert, berechenbare Kalkulationen für die ja nicht unbeträchtlichen Investitionen in solche großen Anlagen zu tätigen. Fernwärme leistet auch einen beträchtlichen Beitrag neben den Kosteneinsparungen zur Erreichung unseres Ziels der CO2-neutralen Landesverwaltung ab dem Jahr 2030. Und lassen Sie mich ein weiteres Argument hinzufügen. Wir gewinnen dort, wo wir umstellen von dezentraler Eigenversorgung mit Heizwärme hin zur Fernwärme, auch Flächen hinzu, die bisher in den jeweiligen Gebieten als für die Heizkraftwerke genutzt werden, um sie dann einer Hochschulnutzung beispielsweise zuzuführen. Nehmen Sie das Beispiel, dass durch den Anschluss an das Müllheizkraftwerk Nordweststadt in Frankfurt das Heizwerk Lübecker Straße ersetzt werden konnte durch eine unterirdische Pumpstation und das frei werdende Grundstück nunmehr zum Baufeld für die Goethe-Universität geworden ist. Also insofern ein breites Spektrum an Vorteilen zwischen wirtschaftlicher, ökologischer, aber auch was die Frage der Nutzbarkeit von Grundstücken anbetrifft, ein vielfältiger Mix von Gesichtspunkten. Frage 854, Frau Abgeordnete Dorn. Ich frage die Landesregierung, wie intensiv wird das Solarkataster seit seiner Einführung im September 2016 genutzt? Frau Staatsministerin Hinz. Sehr gut. Nein, ich bin. Entschuldigung. Der Herr Energieminister, bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Dorn, mit der Einführung des Solarkatasters lässt sich jedes der 5 Millionen hessischen Dächer und jede Freifläche mit wenig Aufwand auf die Eignung für eine Solaranlage prüfen. Das Solarkataster bietet einen direkten Blick auf die Solarenergiepotenziale dieser Flächen. Die Potenziale werden sowohl für Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung als auch für solarthermische Anlagen zur Wärmeerzeugung angezeigt. Der integrierte Wirtschaftlichkeitsrechner liefert Informationen über Amortisationszeit und Rendite einer geplanten Solaranlage. In Abhängigkeit vom individuellen Eigenverbrauch wird zudem die optimale Modulgröße ermittelt. Und, das will ich hinzufügen, seit Anfang September 2017 ist das Solarkataster mit neuen Funktionen ausgestattet. Jetzt lässt sich unter anderem bei der Berechnung des Eigenstromverbrauchs auch berücksichtigen, ob man tagsüber zu Hause ist oder nicht. Zudem muss eine Photovoltaikanlage nicht mehr auf einer zusammenhängenden Fläche eingezeichnet werden. Der Rechner kann auch voneinander getrennte Flächen verarbeiten. Damit lässt sich die Wirtschaftlichkeit der Anlagen noch präziser bestimmen. Seit der Freischaltung des Solarkatasters Hessen im September 2016 haben nach einem Jahr ca. 105.000 Zugriffe auf das Internetangebot des Landes Hessen stattgefunden. Mit 95% erfolgten fast alle Zugriffe auf den Wirtschaftlichkeitsrechner. Das zeigt, dass das Berechnungsprogramm tatsächlich auch genutzt wurde. Und ich will hinzufügen, es zeigt sich auch an dieser hohen Zahl an Zugriffen, dass sich ausgezeichnet hat, dass wir für die Anwendung des Solarkatasters eben keine besonderen IT-Kenntnisse brauchen, sondern dass ein wirklich ganz einfaches Angebot ist. Und ich will als letzten Punkt erwähnen, dass das Solarkataster Hessen im Rahmen des bundesweiten E-Government-Wettbewerbs, der unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzleramtes von dem Netzwerkausrüster Cisco und dem Beratungsunternehmen Bearing Point ausgerichtet wurde, zum besten Digitalisierungsprojekt 2017 gekürt wurde. Zusatzfrage, Abgeordneter Schmidt. Denn auch Erkenntnisse, inwieweit aus den Klicks dann ja neue Solaranlagen erstellt wurden, beantragt wurden, gebaut wurden? Herr Staatsminister Al-Wazir. Natürlich ist es so, dass wenn eine Solaranlage irgendwo installiert wird, dann wissen wir nicht, ob jemand vorher auf das Solarkataster zugegriffen hat und überhaupt erst dadurch auf die Idee gekommen ist.
deswegen, und das Zweite ist, das Solarkataster ist jetzt seit einem Jahr im Netz und manchmal dauert es ja ein bisschen, bis Leute mit einer Idee, ich sag mal, schwanger gehen, dann am Ende des Tages sich über Finanzierung, Firmen und so weiter Gedanken machen. Wir sehen aber erste Anzeichen, dass bei den kleinen Solaranlagen, also den üblichen Dachanlagen, wir in Hessen auch im Vergleich zu anderen Bundesländern gut dastehen. Und ich gehe davon aus, dass ein so niedrigschwelliges Angebot am Ende dann auch seine Wirkung und seine Sichtbarkeit haben wird. Nächste Frage, 856, Frau Abgeordnete Arnold. Ich frage die Landesregierung, welche Neuerungen weist das neu gestaltete Elster-Portal auf? Herr Staatsminister Schäfer. Mit dem neu gestalteten Internetportal Elster, Ihr Online-Finanzamt, wurden die beiden bisherigen getrennten Informationsangebote elster.de und elsteronline.de in einem gemeinsamen Portal zusammengefasst. Es ist nun sichergestellt, dass alle Informationen zur elektronischen Steuererklärung zentral auf dem gleichen Portal zu finden sind. Die bisherigen Funktionalitäten bleiben erhalten und werden im Hinblick auf die Bedienerfreundlichkeit entsprechend ergänzt. Ein wesentlicher Punkt ist, dass es zukünftig oder jetzt mit dem neuen Angebot nicht mehr nur auf dem klassischen PC läuft, sondern auch auf Tablets oder Smartphones. Ob der jeweilige Augenarzt dazu raten würde, die Steuererklärung auf dem Smartphone zu machen, lasse ich mal dahingestellt sein. Aber gleichwohl technisch geht es damit. Darüber hinaus wird die zunehmende Funktionalität der vorausgefüllten Steuererklärung, das heißt, dass Belege automatisiert zum Abruf bereitgestellt werden, in die Anwendung so integriert, dass es benutzerfreundlich wahrgenommen werden kann. Also insgesamt ist dieser Relaunch eine deutliche technische Weiterentwicklung der Möglichkeit, in unserem Bemühen noch mehr Steuerbürgerinnen und Steuerbürger dafür zu gewinnen, ihre Steuererklärung elektronisch abzugeben. Frage. Na komm her. Frage, jetzt habe ich es. 857, Frau Abgeordnete Feldmayer. Ich frage die Landesregierung, wie viele landwirtschaftliche Betriebe beteiligen sich derzeit an der landesweiten Bienenkampagne und legen insektenfreundliche Blühstreifen an? Frau Ministerin Hinz. Mit der landesweiten Bienenkampagne, Frau Abgeordnete, setzt sich das Hessische Umweltministerium seit Frühjahr 2017 für bessere Bedingungen für Bienen und andere bestäubende Insekten ein. Zentraler Punkt ist es, Lebensräume in der Landwirtschaft zurückzugewinnen. 1073 landwirtschaftliche Betriebe legen im Rahmen des Hessischen Programms für Agrar-, Umwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen auf 1868 Hektar insektenfreundliche Blühstreifen und Blühflächen an. Sie erhalten dafür eine jährliche Beihilfe von rund 1,2 Millionen Euro. Zusätzlich haben 111 landwirtschaftliche Betriebe im Rahmen der Kampagne, im Rahmen der Kampagne gemeinsam mit Imkervereinen Blühstreifen angelegt. Also die 111 stimmen wirklich. Der Landesverband Hessischer Imker, der Hessische Bauernverband, die Vereinigung Ökologischer Landbau in Hessen, der Gartenbauverband Baden-Württemberg-Hessen, das landeseigene Bieneninstitut, der Deutsche Berufs- und Erwerbsimkerbund und das Netzwerk Blühende Landschaft sind von Anfang an Partner der Kampagne. So können gemeinsam Verbesserungen in vielen Bereichen erzielt werden. Beispielsweise haben in der landesweiten Aktionswoche im August Mitgliedsbetriebe des Gartenbauverbandes Kundinnen und Kunden zum Thema bienenfreundliches Gärtnern beraten. Auch Kommunen beteiligen sich und legen meist mit Imkervereinen gemeinsam Blühflächen an. Für solche und weitere bienenfreundliche Projekte von Vereinen hat das Ministerium seit Start der Kampagne rund 29.000 Euro Lottomittel ausgezahlt. Zusatzfrage, Frau Kollegin Löber. Na, komm her. Ja, Zusatzfrage. Gibt es einen Landkreis in Hessen, der hier federführend vielleicht genannt werden kann, weil es überproportional extrem viele Blühwiesen, Blühstreifen
und entsprechend bienenfreundlichen Umgang gibt oder Kampagnen. Frau Ministerin. Also Frau Abgeordnete Löber, Sie können auf der Seite bienen.hessen.de einsehen auf einer interaktiven Karte, wo was stattfindet. Da konnten alle Aktionen und auch neue Blühstreifen eingetragen werden. Ob alle Landkreise und Kommunen das auch wirklich machen und Imkervereine, das weiß ich nicht. Aber wir mobilisieren immer, dass dort eingetragen werden kann. Und damit es auch einen Lerneffekt gibt und einen Motivationseffekt für andere, die nachgucken können, was man alles so gestalten kann. Sie, liebe Frau Kollegin, Sie haben als Zusatzfragestellerin keine zwei Fragen. Schade, aber ist nicht anders. Fast hätte ich sie übersehen, ich habe noch nachgeguckt. Okay, alles klar. Also, bienen.hessen.de. Hat noch jemand dazu eine Frage? Das ist nicht. Dann rufe ich auch die Frage 858, Frau Abgeordnete Wallmann. Frage die Landesregierung, welche Vorteile bietet das Lernnetzwerk der CO2-neutralen Landesverwaltung? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Frau Abgeordnete Wallmann, Herr Abgeordneter Schäfer-Gümbel hat völlig recht, ganz viele. Da gehen die Einschätzungen signifikant auseinander, Herr Kollege. Das Lernnetzwerk der CO2-neutralen Landesverwaltung leistet einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung der klimapolitischen Ziele der Kampagne auf der einen Seite, aber insbesondere als Kommunikationsplattform für die mittlerweile 65 beteiligten Institutionen und insbesondere auch größeren Unternehmen, um, wie der Name es schon sagt, innerhalb des Netzwerkes vom Besten lernen zu können, wechselseitig Erfahrungen austauschen zu können, wie bestimmte Projektziele jeweils erreicht worden sind und auch welche Fehler man möglicherweise, die man selbst gemacht hat, anderen mitteilen kann, damit sie sie bei neuen Projekten vermeiden können. Das funktioniert hervorragend. Es gibt mittlerweile die zweite Buchpublikation, die aus dem Projekt entstanden ist, die veröffentlicht worden ist. Und auch international ist das Projekt die der Form des Miteinanders durchaus beachtet, sowohl in der Ukraine als auch im Königreich Marokko. Marokko haben sich auf dem Vorbild unserer Initiative vergleichbare Initiativen gestartet. Wir wollen uns selbst nicht überhöhen, aber auch das, finde ich, ist ein schöner Erfolg, dass am Ende auch außerhalb der Grenzen unseres Landes auf diese Initiative geschaut wird. Vielen Dank. Dann rufe ich auf die Frage 863. Herr Abgeordneter Reul. Erleichterungen können Landwirten und Winzern gewährt werden, die von Frostschäden durch die teilweise ungewöhnlich niedrigen Temperaturen im dritten Quartal dieses Jahres betroffen sind. Herr Finanzminister. Herr Abgeordneter Reul, durch den massiven Frosteinbruch ab Mitte April dieses Jahres wurde insbesondere der Wein- und Obstbau, aber auch Ackerbaukulturen in vielen Gebieten Hessens außerordentlich stark geschädigt. Die Schäden dürften sich spätestens bei der Ernte, die ja aktuell ansteht, anhand der im Vergleich zum Vorjahr geringeren Erntemenge zeigen. Die Geschädigten werden durch steuerliche Hilfsmaßnahmen der Hessischen Finanzverwaltung entlastet. Nach den hessischen Regelungen besteht in Fällen der Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen die Möglichkeit, die Einkommensteuer auf Gewinne der landwirtschaftlichen Nutzung und von Sondernutzung zu erlassen, sofern Ertragsausfälle eingetreten sind und keine Ansprüche aus Versicherungsleistungen bestehen. Buchführende Landwirte können Erträge aus Versicherungsleistungen in eine steuerfreie Rücklage einstellen und dadurch die Erträge aus den Versicherungsleistungen steuerlich in das Wirtschaftsjahr der eigentlichen Ernte verschieben. Daneben gelten für nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich betroffene Erleichterungen bei beantragten Stundungen oder Anpassungen bei Vorauszahlungsleistungen auf die eigene Einkommensteuer. Frage 864, Frau Kollegin Löber. Ich frage die Landesregierung, werden die Grundsätze guter Unternehmens- und Beteiligungsführung im Bereich des Landes Hessen, die bereits im Jahr 2014 implementiert werden sollten, ich beziehe mich da auf die Drucksache 19.028, noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt? Herr Finanzminister.
Frau Abgeordnete Löber, ich darf Sie hinweisen auf die Veröffentlichung im Staatsanzeiger des Landes Hessen am 8. Februar des Jahres 2016 auf den Seiten 177 fortfolgende. Dort ist der Corporate Governance Codex des Landes Hessen und die Hinweise für gute Beteiligungsführung für Unternehmen des Landes Hessen veröffentlicht worden. Unser aktuelles Ziel ist es im Moment, die entsprechenden Regelungen des PCGK in den Unternehmen einzuführen, bei denen eine Mehrheitsbeteiligung des Landes besteht. Das ist bereits erfolgt beispielsweise im Hessenpark, bei der Hessenagentur, bei Lotto Hessen, aber auch bei der Nassauischen Heimstätte. Des Weiteren werden wir bei den Mehrheitsbeteiligungen der Landesbahn und auch der Hessischen Landgesellschaft in diesem Jahr noch die entsprechenden Beschlussfassungen in den Aufsichtsgremien hoffen, herbeiführen zu können. Soweit wir beteiligt sind an Unternehmen, bei denen wir nicht die Mehrheit unterhalten, sind wir bemüht, sofern nicht eigene Indizes bereits bestehen, darauf hinzuwirken, dass die Grundsätze unseres PCGK auch dort zur Anwendung kommen. Nächste Frage ist die Frage 866. Ich teile Ihnen damit, dass die 865 am Donnerstag mit der Aktuellen Stunde der CDU Top 70 aufgerufen wird, nur zu Ihrer Information. Jetzt also Frau Abgeordnete Müller-Kassel. Frage die Landesregierung. Wie viele Schülertickets wurden zum derzeitigen Zeitpunkt verkauft? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Müller, nachdem am 15. September bei den Verkehrsverbünden vorliegenden Informationen wurden in Hessen inzwischen mehr als 300.000, nämlich insgesamt 308.524 Schülertickets verkauft, davon 250.721 im RMV, 55.636 im NVV und 2.167 im VRN. Wie gesagt, das ist Stichtag 15. September. Wir sind inzwischen schon 10 Tage weiter, deswegen gehe ich davon aus, dass es inzwischen noch einige mehr sind. Ich will hinzufügen, das Ticket kann ja seit August benutzt werden, also zum Stichtag, den ich gerade genannt habe, erst in Anführungszeichen seit 6 Wochen. Und das ist ein sehr, sehr guter Wert, ein sehr, sehr großer Erfolg und das zeigt, dass das Schülerticket sehr, sehr attraktiv ist. Ich will darauf hinweisen, da hat es manchmal Debatten darüber gegeben, dass die bisher geltenden Regelungen für die Erstattung bzw. kostenfreie Bereitstellung weiter gelten. Deshalb bekommen viele Schülerinnen und Schüler das neue Ticket kostenfrei über die Schule bzw. es wird ihnen wie gewohnt erstattet. Die allermeisten anderen, die sogenannten Selbstzahler, die auch vorher schon Selbstzahler waren, zahlen künftig weniger. Und alle, auch die wenigen, für die es sich etwas verteuert hat als Selbstzahler, bekommen dafür mehr. Und das sieht man dann auch an den Zahlen im freien Verkauf. Allein im RMV-Gebiet haben wir inzwischen 30.000 Jahreskarten mehr verkauft als im gesamten Schuljahr 2015-2016. Und ich füge hinzu und will da auch ausdrücklich noch mal ein bisschen Werbung dafür machen. Das Ausbildungsjahr beginnt ja jetzt erst. Und das Ding heißt zwar umgangssprachlich Schülerticket und Auszubildende sind ja auch Berufsschülerinnen und Berufsschüler, aber es ist ausdrücklich auch ein Azubi-Ticket. Und deswegen will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass da auch Möglichkeiten gerade für die Auszubildenden drin liegen, die ja manchmal über 3 Kreise hinweg unterwegs sind, Wohnort, Ausbildungsort und Berufsschule. Auch da gehen wir davon aus, dass die Verkäufe nochmal sich steigern werden. Vielen Dank. Eine Zusatzfrage dazu? Okay, bitteschön. Augenblick, das ist ein schwieriger Vorgang hier. Herr Staatsminister Al-Wazir, können Sie denn einschätzen, wie sich die 1,5 Millionen schwere Werbekampagne zugunsten des Schülertickets aus Ihrer Sicht bisher bemerkbar gemacht hat bei den Ticketverkäufen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Ja, die Werbekampagne war genau dafür da, dass die Zielgruppe, und das sind über 800.000 Schülerinnen und Schüler
und Auszubildende im Bereich des RMV, des NVV und des VRN davon erfahren, dass es ein solches Angebot gibt. Und die Werbekampagne war offensichtlich erfolgreich, sonst hätten nicht so viele das Schülerticket gekauft. Und ich will hinzufügen, je mehr Schülerinnen und Schüler und Auszubildende und übrigens auch Freiwilligendienstleistende dieses Ticket kaufen, umso besser ist es für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, weil umso mehr wird dieses Angebot sich dann auch selbst finanzieren. Man macht das Angebot einfacher, man macht es attraktiver, gewinnt dadurch mehr Kunden und deswegen ist es so, dass am Ende weniger Zuschuss erfolgen muss, als manche vorher gedacht haben. Und das ist ja, glaube ich, für alle eine gute Nachricht. Dankeschön. Frage 867, Herr Kollege Frankenberger. Ich frage die Landesregierung, wie viele der Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des Programms InteA im Schuljahr 2016/2017 beschult wurden, haben zum Ende des Schuljahres die Nichtschülerprüfung für den Hauptschulabschluss erfolgreich bestanden? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Frankenberger, die Prüfung von Nichtschülerinnen und Nichtschülern zum Erwerb des Hauptschulabschlusses oder auch des mittleren Abschlusses finden halbjährlich statt. Im Sommersemester 2017, also zum Ende des vergangenen Schuljahres 2016/17, haben 422 Schülerinnen und Schüler aus Intensivklassen an beruflichen Schulen, also aus dem InteA-Programm Integration durch Anschluss und Abschluss, die Nichtschülerprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses bestanden. Zusatzfrage, Herr Kollege Frankenberger. Wo ist er? Danke. Herr Minister, können Sie sagen, wie viel Prozent der Schülerinnen und Schüler, die das begonnen haben, das dann ganz gewesen sind? Herr Staatsminister Lotz. Die Prozentzahl versuchen Sie. Ja. Wie viel Prozent der Schülerinnen und Schüler, die den Kurs begonnen haben, haben anschließend einen erfolgreichen Hauptschulabschluss absolviert? Sie meinen, die den Kurs, also die InteA besucht haben? Diese Zahl habe ich leider im Moment nicht vorliegen, denn wir haben ja eine sehr flexible Ausgangsquote aus InteA. Und InteA, das darf ich vielleicht an dieser Stelle auch noch einmal sagen, ist ja ein Sprachförderprogramm. Das heißt, wir bringen sehr viele Schülerinnen und Schüler danach in eine Prüfung für das deutsche Sprachdiplom, nicht notwendigerweise in Richtung der Nichtschülerprüfung. Also da müsste ich erst die Gesamtzahl derjenigen, die zum Schuljahr 2016/17 das InteA-Programm verlassen haben, ermitteln, um Ihnen diesen Prozentsatz angeben zu können. Zusatzfrage, Herr Kollege Frankenberger. Einmal, Herr Minister, wären Sie bereit, diese Zahlen nachzuliefern? Na? Herr Minister. Ja. Dann kommen wir zur Frage 868, Frau Abgeordnete Schott. Ich frage die Landesregierung, wieso hat sie die Vertreterinnen und Vertreter der Beschäftigten und ihre Gewerkschaft Verdi nicht in die Arbeitsgruppe Fachkräftemangel im Rettungsdienst einbezogen, obwohl sie in der Antwort auf die Kleine Anfrage der FDP mitgeteilt haben, dass die AG mit allen Wesentlichen im Rettungsdienst in Hessen Beteiligten im April dieses Jahres gegründet wurde? Herr Sozialminister Grüttner. Frau Abgeordnete, die Vertreter der Beschäftigten und die Gewerkschaften wurden nicht an der AG Fachkräftemangel beteiligt, da sie nicht zum Kreis der wesentlich am Rettungsdienst in Hessen beteiligten Verbände und Organisationen gehören. Zusatzfrage, Frau Kollegin Schott. Herr Minister, in der Beantwortung der Kleinen Anfrage sagen Sie, dass zu folgenden Themen diskutiert wurde: durch familienfreundliche Arbeitszeitmodelle Notfallsanitäterin für den Rettungsdienst zu gewinnen, Entwicklung von Arbeitszeitmodellen, Vergütung von Notfallsanitäterinnen und Sanitäter. Meinen Sie nicht, dass es da doch sinnvoll gewesen wäre, auch Menschen, die in dem Bereich arbeiten, mit einzubinden? Herr Staatsminister Grüttner. Frau Abgeordnete, die wesentlich am Rettungsdienst Beteiligten waren in der Unterarbeitsgruppe eingeladen. Dann kommen wir zur Frage 8. Oh, Herr Rieger, Schaus, bitte schön. Herr Minister, sind Sie nicht mit mir der Meinung, dass die Wesentlichen am Rettungsdienst Beteiligten die Beschäftigten sind, die den Rettungsdienst organisieren und durchführen, und nicht nur die Organisationen, die das organisieren? Letztendlich geht es ja um die Menschen und ihre Arbeitsbedingungen. Herr Staatsminister Grüttner. Teile Ihre Auffassung nicht.
Ja. 869, Herr Kollege Degen für Frau Kollegin Geis, bitte schön. Ich frage die Landesregierung, wie viele Intensivklassen bestehen derzeit an welchen Standorten von Schulformen, auch wenn der Unterricht der Intensivklassen schulformübergreifend stattfindet? Herr Kultusminister, Professor Dr. Lord. Herr Abgeordneter Degen, für Frau Abgeordnete Geis. Ich darf zunächst vorausschicken, in Intensivklassen wird für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger ohne Deutschkenntnisse die Zuordnung zu einer bestimmten Schulform oder einem bestimmten Bildungsgang bis zum Abschluss der Sprachfördermaßnahme ausgesetzt, um zu vermeiden, dass aufgrund von Sprachbarrieren vorschnelle Entscheidungen über Eignung und Befähigung der einzelnen Schülerinnen und Schüler getroffen werden. Deshalb werden als Intensivklassenstandorte an weiterführenden Schulen besonders diejenigen mit mehreren Bildungsgängen präferiert, da hier in der Regel eine Teilintegration in den Regelunterricht je nach Sprachstand und individuellen Voraussetzungen, Leistungsvermögen und Begabung besonders gut stattfinden und anschließend ausgeweitet werden kann, ohne dass später ein Schulwechsel erfolgen muss. Um Ihre Frage aber auch zahlenmäßig zu beantworten, per 1.9.2017 bestehen nach Standorten geordnet folgende Intensivklassen. Es sind insgesamt 1.121 Intensivklassen an 544 Standorten. Diese 544 Standorte lassen sich wie folgt kategorisieren. An Grundschulen, also an reinen Grundschulen, 177 Standorte. Grundschulen mit Förderstufe, 4 Standorte. Grund- und Hauptschulen, 7 Standorte. Grundhaupt- und Realschulen 13 Standorte, Grundhaupt- und Realschulen mit Förderstufe 13 Standorte, Gymnasium 18 Standorte, Hauptschule 4 Standorte, Realschule 8 Standorte, Haupt- und Realschule 26 Standorte, Haupt- und Realschule mit Förderstufe 14 Standorte, Integrierte Gesamtschule 77 Standorte, Kooperative Gesamtschule 82 Standorte, Förderschule für Lernhilfe 6 Standorte, Mittelstufenschule 11 Standorte und berufliche Schulen 84 Standorte. Zusatzfrage, Herr Kollege Degen. Herr Kultusminister, können Sie bestätigen, dass Gymnasien, die bisher Intensivklassen hatten und das auch gerne gemacht haben, gezwungen wurden oder gezwungen werden, solche Klassen aufzulösen und zu verlagern? Herr Kultusminister. Abgeordneter, das kann ich nicht bestätigen. Aber wie Sie ja sehen, haben wir 18 Standorte an Gymnasien. Und es gibt auch keine Politik, jetzt irgendwie Intensivklassen generell vom Gymnasium fernzuhalten. Aber, und das war auch der Sinn meiner Vorbemerkung, wir sind natürlich zurückhaltend generell, aber das gilt nicht nur für Gymnasien, gilt auch für reine Realschulen, gilt auch für reine Hauptschulbildungsgänge. Wir sind generell zurückhaltend damit, Intensivklassen an Standorten einzurichten, wo eben nur ein Bildungsgang verfügbar ist, weil das einfach die Wahrscheinlichkeit eines Schulwechsels ganz massiv erhöht. Ich rufe auf die Frage 870. Herr Kollege Degen, fragt das wieder für die Frau Geis. Meine Damen und Herren, nur mal nebenbei, also da drüben kaum jemand sitzt und da mehrere sitzen, ist die Unruhe dort vorhanden. Bitte etwas mehr Ruhe. Herr Kollege Degen. Du warst jetzt am lautesten, Entschuldigung. Ich frage die Landesregierung, wann werden die am 9. November 2016 im Kulturpolitischen Ausschuss in Aussicht gestellten ergänzenden Daten zum Bericht über die Aktivitäten von Angehörigen der Bundeswehr in hessischen Schulen zur Verfügung gestellt? Herr Degen, noch einmal für Frau Abgeordnete Geis, der mit Schreiben vom 14. September 2017 wurden der Geschäftsstelle des Kulturpolitischen Ausschusses diese ergänzenden Daten zur Verfügung gestellt. Herr Kollege Degen. Vielen Dank dafür, Herr Minister. Ist der Landesregierung denn die Haltung von Oberst von Röder, dem Kommandanten des Landeskommandos Hessen, dazu bekannt? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Degen, mir ist nichts bekannt, was darauf hindeuten würde, dass der neue Kommandeur des Landeskommandos Hessen, der Oberst von Röder, in irgendeiner Form von der Linie seines Vorgängers General Klink abweichen würde. Und noch eine, bitte schön, Herr Degen. So.
Herr Kultusminister, können Sie sich erklären, warum es der Landesregierung von Rheinland-Pfalz möglich ist, Abgeordnete in aller Ausführlichkeit und ohne Aussparung von Details und Schulnamen über die Zusammenarbeit von Bundeswehr und Schule zu berichten, in Hessen dies aber nicht möglich ist? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter, wir hatten noch am 9. November 2016 eine Sitzung des Kulturpolitischen Ausschusses. Daraus ergab sich doch auch diese Nachfrage mit den ergänzenden Daten. Da stand Ihnen sozusagen der oberste Jugendoffizier, Oberstleutnant Angermeier, gemeinsam auch mit Herrn Dr. Jehn aus unserem Hause Rede und Antwort. Ich hatte in dieser Sitzung nicht den Eindruck, dass mit Ausnahme dieser Nachfrage irgendetwas unbeantwortet geblieben wäre. Fragezeichen, danke. Nächste Frage. 871, Frau Kollegin Waschke. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie die Tatsache, dass der Schulleiter der Marienschule Fulda den örtlichen CDU-Bundestagsabgeordneten und Bundestagskandidaten 4 Wochen vor der Bundestagswahl in die Schule einlädt, nachzulesen in Osthessen News vom 24.08. Herr Kultusminister, Professor Dr. Lorz. Frau Abgeordnete Waschke, eigentlich ist bei mir als Abgeordnete Degen notiert, aber nein, das war ein Fehler. Also Frau Abgeordnete Waschke, der Besuch eines Bundestagsabgeordneten, der am 15. August 2017 und damit etwa 5 Wochen vor der Bundestagswahl stattfand, ist kein Betrachtungsgegenstand für die Schulaufsicht. Denn der Erlass vom 25. Oktober 2012 aus dem Kultusministerium betreffend Besuche von Abgeordneten in der Schule bindet Schulen in freier Trägerschaft grundsätzlich nicht, und zwar unabhängig davon, welchen Status der Schulleiter besitzt. Der für öffentliche Schulen in dem genannten Erlass konkretisierte Grundsatz der Pflicht zur politischen Neutralität ist zwar im Hinblick auf die gebotene Gleichwertigkeit der Lehrziele für die Anerkennung und den rechtmäßigen Betrieb einer Ersatzschule von Bedeutung, eine entsprechende Anwendung der konkreten Fristenregelung lässt sich daraus aber nicht ableiten. Entsprechend waren auch die Marienschule Fulda, bei der es sich um eine staatlich anerkannte Ersatzschule in kirchlicher Trägerschaft handelt, und ihr Schulleiter nicht gehalten, die konkreten Vorgaben des Erlasses zu beachten. Es oblag daher der privaten Schule, im Rahmen ihrer eigenen Organisationsbefugnis den Umgang mit Abgeordnetenbesuchen zu regeln. Das war's. Da komme ich zur Frage 872, Frau Kollegin Löber. Ich frage die Landesregierung, für welche Tierarten gibt es in Hessen ein flächendeckendes, regelmäßiges Monitoring? Frau Staatsministerin. Frau Abgeordnete Löber, ein flächendeckendes, regelmäßiges Monitoring wird bei Wildtieren und Haustieren durchgeführt. Unter einem Monitoring versteht man in der Tierseuchenbekämpfung eine systematische Untersuchung von Proben empfänglicher Tierarten zur Früherkennung von Tierseuchen. Effektive Früherkennungsprogramme, die eine Einschleppung eines Tierseuchenerregers in einen Tierbestand frühzeitig aufzudecken vermögen, sind für eine schnelle und effiziente Tierseuchenbekämpfung von hoher Bedeutung. Ziel solcher Programme ist es, die sogenannte High-Risk-Period, also den Zeitraum, in dem Seuchenerreger unentdeckt in der Tierpopulation zirkulieren und sich ausbreiten können, deutlich zu verringern. Haustiere werden auf die klassischen anzeigepflichtigen Tierseuchen, wie zum Beispiel Schweinepest, Geflügelpest, Brucellose, Leukose, untersucht. Wildvögel werden auf Geflügelpest untersucht, Wildschweine auf klassische und afrikanische Schweinepest, Füchse, Marder, Waschbär und Dachs auf Tollwut und Staupe, Füchse zusätzlich auch auf Echinokokose. Alle Untersuchungen werden im Landesbetrieb Hessisches Landeslabor durchgeführt. Im Jahr 2016 wurden beispielsweise folgende Untersuchungen durchgeführt: Afrikanische Schweinepest 2534 Wildschweine, 292 Hausschweine. Klassische Schweinepest 3393 Wildschweine, 2712 Hausschweine. Geflügelpest 3.256 Wildvögel,
Brucellose der Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen 36.874. Enzootische Leukose der Rinder 32.041. Tollwut 912. Füchse, Marder, Waschbären und Dachse. Das ist jetzt ein Auszug der Untersuchungen. Gut, das waren so viele schwere Begriffe, dann fragt das keiner mehr nach. Okay, dann rufe ich auch die Frage 873, Herr Abgeordneter Degen. Ja, das ist jetzt nur meine eigene Frage. Ich frage die Landesregierung. Stimmt die Anzahl der angehenden Lehrkräfte, die sich derzeit im Vorbereitungsdienst des Landes Hessen befinden, mit den geplanten Werten überein? Herr Kultusminister. Herr Degen, in der Tat, jetzt stimmt es auch bei mir wieder. Die geplanten bzw. ich möchte sagen erwünschten Werte stimmen, wie Sie aus meiner regelmäßigen Berichterstattung im Kulturpolitischen Ausschuss wissen, derzeit nicht mit der Bewerberlage überein. Sie wissen, dass wir im Bereich des Grundschullehramts, des Förderschullehramts und des Berufsschullehramts jeder Bewerberin und jedem Bewerber derzeit ein Einstellungsangebot unterbreiten. Und ich sage ganz offen, davon hätten wir auch gerne noch mehr. Wir schlagen die freibleibenden Stellen dann zum Teil dem Haupt- und Realschulbereich zu, aber wünschen würden wir uns mehr Bewerberinnen und Bewerber in diesen drei Lehrämtern. Außerdem stehen wir generell immer vor dem Problem, dass wir unsere Plätze auch überbuchen müssen. Da wir ja immer Bewerber haben, die absagen und ihren Dienst nicht antreten, da man diese Zahl vorher nicht kennt, kann man die immer nur schätzen. Und wenn ich nochmal aus meinem letzten Bericht im Kulturpolitischen Ausschuss über den Einstellungstermin Mai berichten darf, da haben wir 1.417 Bewerberinnen und Bewerbern ein Einstellungsangebot unterbreitet und am Ende konnten wir 1.087 davon einstellen. Alle diese Unwägbarkeiten und im Moment auch einfach das Unterschreiten der erwünschten Bewerberzahlen im Grund-, Förder- und Berufsschullehramt führen dazu, dass wir derzeit 3.393 Lehrerinnen und Lehrer im Vorbereitungsdienst haben, von denen sich 116 in Elternzeit befinden. Das ist der Stand vom 15.08.2017. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Degen. Herr Kultusminister, vor dem Hintergrund, dass ein Studium im Bereich Lehramt ja mindestens mit 3 Jahren, also 6 Semestern anzusetzen ist, wie erklären Sie sich dann diese überhöhten Planansätze? Herr Kultusminister. Naja, diese Planansätze oder das Problem dieser Lücke haben wir noch nicht so lange. Das zeichnet sich im Prinzip über die letzten 2, 3 Bewerbungstermine hinweg ab. Wir haben noch einen weiteren Unsicherheitsfaktor, der jetzt in den letzten Jahren ganz massiv zu Buche geschlagen ist. Und das ist schlicht und ergreifend die Frage, wie viele Bewerberinnen und Bewerber bekommen wir aus anderen Bundesländern. Da hat sich sehr, sehr viel verschoben in den letzten 1 bis 2 Jahren. Aber wie Sie auch meiner Berichterstattung entnommen haben, wir haben darauf reagiert, indem wir mit den Universitäten in Hessen, das rettet uns natürlich nicht vor Bewerbern, die möglicherweise abwandern, aber mit den Universitäten in Hessen eine Erhöhung der Ausbildungskapazitäten im Grund- und Förderschullehramtsbereich um 50% vereinbart haben. Und die wird auch jetzt bereits zu diesem Wintersemester umgesetzt. Noch eine? Erledigt. Damit ist die Frage beantwortet. Herr Kollege Quanz mit der 874. Die hat aber gar keinen Dienst. Ich übernehme. Ich frage die Landesregierung, warum wird Bentonit-Erdmaterial, das beim Verlegen von Erdkabeln anfällt, in Hessen als Sondermüll eingestuft, während dies in anderen Bundesländern als unbelastet oder sogar als Düngemittel betrachtet wird? Frau Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Herr Abgeordneter, die beim Verlegen von Erdkabeln, zum Beispiel beim Breitbandausbau, anfallenden bentonithaltigen Bohrschlämme werden nicht grundsätzlich als gefährliche Abfälle eingestuft. Üblicherweise sind es nicht gefährliche Abfälle der Abfallart Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen gemäß Abfallverzeichnisverordnung des Bundes.
In Abhängigkeit von Ergebnissen analytischer Untersuchungen kann jedoch eine Entsorgung als gefährlicher Abfall erforderlich werden, etwa wenn im Bereich von Altstandorten oder Altlasten gebohrt wird oder geogene Belastungen vorliegen. Das ist so, dass zum Beispiel in Regionen historischer Sprengmittel- und Munitionsherstellung generell Untersuchungen auf leichtflüchtige organische Schadstoffe durchgeführt werden, die als wesentlicher Indikator für diese Standorte gelten. Und dann ist es eben belasteter Abfall. Und diese betreffenden Bohrschlämme werden dann der Abfallart Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten, zugeordnet. Eine Verwertung der Bohrschlämme auf landwirtschaftlichen Nutzflächen ist dann aus düngerechtlichen Gründen nicht zulässig, da die Düngemittelverordnung zwar Bentonit, nicht jedoch bentonithaltige Abfälle zulässt. Dann komme ich zur Frage. Jetzt habe ich Sie wieder gesehen. Herr Kollege Franz. Frau Staatsministerin, vielen Dank für die Antwort. Können Sie mir noch beantworten, um wie viel sich pro Kilometer Breitbandausbau sich das verteuert, wenn es diese Einstufung belasteter Abfall letztendlich dokumentiert wird? Denn wenn man es in dieser Form ja vornimmt, dann bedeutet das ja, dass diese zusätzlichen Kosten letztendlich auf die späteren Nutzer und Gebührenzahler dann umgelegt werden müssen. Frau Ministerin. Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten, aber es ist nicht so, dass wir da sozusagen freie Hand haben in der Einstufung, sondern das müssen wir nach der Bundesverordnung ja einstufen, diese Abfälle bzw. die Bohrschlämme. Es gibt noch die Möglichkeit, dass man, auch wenn die Verwertung als Düngemittel auf landwirtschaftlichen Nutzflächen, also angenommen, die Bohrschlämme sind nicht belastet, dann kann man sie, trotzdem Bentonit nicht als Düngemittel zugelassen ist, nach der Düngeverordnung, sie auf landwirtschaftlichen Flächen aufbringen, zur Verbesserung der Bodenfunktion als mineralisches Bodenmaterial nach § 13 Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung. Das geht aber wiederum nur, also Sie merken, es ist höchst kompliziert, wenn eine Einzelbeaufschlagung in der Größenordnung von 30 Kubik pro Hektar in Betracht kommen kann. Solche Beaufschlagung gelingt in der Regel auf Sandböden. In Nordhessen, und da werden Sie auch die Informationen hier haben, in Nordhessen haben wir in der Regel jedoch sehr tonhaltige Böden. Da ist das Material nicht zur Bodenverbesserung geeignet und deswegen kann dort auch keine Beaufschlagung erfolgen. Das heißt, bevor eine Beaufschlagung erfolgen kann, muss auch jeweils eine Bodenuntersuchung stattfinden. Das wird auch grundsätzlich gemacht. Wenn alles gut läuft, kann man diese Bohrschlämme verwenden, auch auf landwirtschaftlichen Flächen. Wenn es nicht möglich ist, weil schon die Bohrschlämme belastet oder die Böden nicht geeignet sind, dann muss man es tatsächlich anders entsorgen. Und nochmal, Herr Kollege Franz. Frau Ministerin, können Sie beantworten, wie viele Untersuchungen beim bisherigen Ausbau des Breitbandnetzes in Nordhessen erfolgt sind und zu welchen Klassifizierungen oder Einschätzungen oder Einstufungen es in diesem Bereich gekommen ist? Frau Staatsministerin Hinz. Herr Abgeordneter, das werde ich Ihnen nachreichen. Okay? Vielen Dank. Ich rufe auf die Frage 875, Herr Kollege Warnecke. Ich darf die Landesregierung fragen, hält sie das öffentliche Aufgreifen und Bekanntmachen von Bewilligungsbescheide durch Abgeordnete des Hessischen Landtages, gleichwohl aus Reihen der Nichtregierungsfraktionen, für einen Vorgang der Unsittlichkeit? Herr
Staatsminister Windemeyer. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kollege Warnecke, die hessische Landesregierung macht eine gute, sie macht sogar eine hervorragende Politik und Arbeit für unser Bundesland. Und wir fördern Land auf, Land ab, Kommunen, freie Träger, Institutionen, Kultur, Krankenhäuser, Ehrenamt und alle anderen wichtigen politischen Bereiche in einem bemerkenswerten Umfang, um unser Bundesland noch weiter voranzubringen. Und dort einen Vorgang der Unsittlichkeit zu sehen, wenn dort Abgeordnete der Nichtregierungsfraktionen das entsprechend öffentlich aufgreifen und auch positiv darstellen, das können wir nicht erkennen. Gleichwohl auch von Oppositionsabgeordneten, die im Allgemeinen dem Haushaltsplan des Landes Hessens, den die Bescheide ja meistens zugrunde liegen, nicht zugestimmt haben. Da muss jeder mit sich selbst klarkommen. Wir freuen uns über jedes Lob als Hessische Landesregierung. Und lassen Sie mich schließen, Sie loben uns zu Recht, Herr Warnecke. Meine Damen und Herren, enden wir damit in dieser harmonischen Art und Weise die Fragestunde für heute. Das werden wir protokollarisch nacharbeiten. Meine Damen und Herren, bevor ich die Regierungserklärung aufrufe, darf ich begrüßen unter uns auf der Tribüne die Herren Dr. Moritz von Weiß, den Leiter des Parlamentsdienstes, beim Kantonatsrat in Zürich, quasi der Landtagsdirektor dort. Herr Weiß grüßt Gott und Herrn Güger in seiner Bekleidung. Sie informieren sich über das Bildungsangebot des Hessischen Landtags, insbesondere das Schülerseminar und das Besuchsangebot an Plenartagen. Herzlich willkommen aus der Schweiz hier in Hessen.